Oh, kennst du dieses Gefühl? Oh, hier, das sticht hier immer so und so ein Schmerz, vor allem wenn du dich von unten nach oben bewegen willst. Du musst dir hinten reinfassen, um überhaupt hochzukommen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich habe auch heftig darunter gelitten. Die Rede ist hier vom bekannten Ischias-Schmerz. Das sind höllische Schmerzen, die dir hier bis ins Bein reinschießen und vor allem dafür sorgen, dass du auch gar nicht mehr auf ein Bein richtig stehen kannst. Und ja, du wirst richtig, richtig, ja, frustriert sein, weil diese Problematik, die verschwindet nicht von heute auf morgen. Und ich möchte dir mit diesem Video einen klaren Fahrplan an die Hand geben, wie du es schaffen kannst, wieder da rauszukommen. Ich habe es selber geschafft. Und ich schaffe es auch immer und immer wieder bei ganz vielen meiner Kunden seit über 12 Jahren. Ich habe ungefähr so, wo ich 28 Jahre war, habe ich selber darunter gelitten und mir konnte damals keiner helfen. Und damals habe ich auch noch nicht das Wissen über Faszien gehabt, sondern ich habe nur mich immer auf Muskeln spezialisiert, konzentriert, weil ich das ja auch gelernt habe in meinen Studiengängen und in meinen Ausbildungen, die ich bis dahin schon absolviert hatte. Und ja, es wird auch immer nur alles muskulär betrachtet und immer nur die Symptome mehr betrachtet. Das ist mir damals schon extrem aufgefallen. Es wird mal nicht ganzheitlich das sich angeschaut. Und ich möchte dir in diesem Video Übungen an die Hand geben, die ganzheitlich darauf Einfluss haben. Aber vorab, was ist denn beim Ischias überhaupt das Problem oder was reizt ihn da so oder was kann diese heftigen Schmerzen verursachen? Und da blende ich dir einfach jetzt mal ein Bild an, damit du erstmal siehst, wo überhaupt der Ischiasnerv langläuft. Und du siehst, der kommt da so aus dem Rücken raus, also aus dem Rückenmarkskanal, und dann zieht er hier so grob durch dein Becken und dann so Oberschenkel. Rückseite und dann verästeln sich die Stränge. Ja? Aber du siehst ja der Hauptstrang, wie fett der ist, wie dick der ist. Also siehst du, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Nerv, sonst wäre der nicht so dick. Ja? Und da siehst du jetzt noch, ich blende jetzt noch einen Muskel ein, der da drüber läuft. Der ist wirklich da beim Ischiasnerv, wo der rauskommt, da läuft der sogenannte Piriformis lang. Und der ist mitverantwortlich für diese Schmerzen. Und da muss man überlegen, okay, wie kann der denn überhaupt die Schmerzen verursachen? Indem er zum Beispiel eine sehr heftige Spannung erfährt, dieser Piriformis. Und wie kommt das zustande? Da müssen wir mal ein bisschen auf die Funktion von dem Piriformis eingehen. Der macht die sogenannte Abduktion mit den Beinen, das heißt Bein so nach außen führen. Dann kommt noch der Po mit dazu, ja, also die Gesäßmuskulatur, die macht dann auch hier dann alles zusammen, diese Rotation im Oberschenkel. Das führt dazu, wenn du zum Beispiel deinen Fuß nach außen drehst und das permanent hast, dass du permanent das angespannt hast. Kannst du gerne mal den Test machen, stell mir deinen Fuß gerade hin, fass hier auf dein Gesäß drauf und dann drehst du den Fuß nach außen und belastest mal den Fuß. Und dann merkst du, dass da sich was anspannt. Das kannst du gerne mal machen, wenn der Fuß gerade ist. Da spannt sich natürlich auch was an, aber nicht so in dem Maßen, wenn du ihn nach außen drehst. Ja? So, und wenn du ihn nach außen drehst, dann muss das auch anspannen, weil sonst würde dein Becken zur Seite kippen. Das heißt, du würdest so schief umherlaufen. Das passiert nämlich nicht. Und dementsprechend wird die ganze Zeit der Piriformis, auch die Gesäßmuskulatur, alles, was damit zusammenhängt, ist richtig Druck und Spannung drauf. Auch die Faszienstruktur. Der Piriformis ist ja in einer Faszienhülle und dann haben wir ganz verschiedene Faszienschichten. Und die engen alle den Bereich ein. Und das im Zusammenspiel engt halt auch den Ischiasnerv ein. Und somit kann der nicht richtig funktionieren. Und dann ja, gibt es da quasi so Stockimpulse, sag ich mal. Und das führt dann halt zu diesen stechenden, heftigen Schmerzen. Das heißt, zum Umkehrschluss ist es wichtig, den Bereich hier zu lockern. Und dabei ist es aber auch wichtig, weil du wirst nicht gleich die Übungen, die ich dir als letztes zeige, am Anfang machen können, wenn du zum Beispiel akute Schmerzen hast. Mir wird immer danach gesagt, hey Tobias, deine Übungen sind ja gut und schön, aber ich kann die ja gar nicht machen. Und dann sieht man, dass du gar keine Ahnung hast, weil wenn du Ahnung hättest, wüsstest du, dass ich die Übung so nicht machen kann. Ja? So, und deswegen habe ich mir überlegt, machst du mal wirklich ein Video von A bis Z, wo ich alles
von der einfachsten Übung, wie ich anfangen würde, bis hin zur letzten Übung, die man als letztes macht. Aber im Zusammenspiel alles wirkt. Und vor allem wirkt es halt ganzheitlich. Ich habe ja gerade schon gesprochen, wenn der Fuß nach außen gedreht ist. Und ich habe halt die Entdeckung gemacht. Und dann wirst du jetzt vielleicht sagen, okay, Herr Tobias, es ist deine Entdeckung. Das heißt nicht, dass das bei jedem so ist. Dazu musst du aber wissen, ich mache immer Analysen. Und jetzt mache ich nicht nur Analysen in meinen Personal Trainings oder meinen 1:1 Coachings, sondern ich habe ja früher noch bis 2022 in einem Fitnessclub gearbeitet, war da verantwortlich auch für den ganzen Trainingsbetrieb, habe Personal Trainer ausgebildet und auch normale Fitnesstrainer. So, und darunter war es meine Aufgabe, Tests durchzuführen und die dann auch mit den Personal Trainern und auch den Fitnesstrainern, die so auszubilden, dass die in der Lage sind, das durchzuführen. Und was haben wir da gemacht? Wir haben Körperanalysen. Bevor wir mit den Kunden ins Training gegangen sind, haben wir erstmal Analysen gemacht. Das heißt, wir haben uns die Haltung angeschaut, wir haben uns das Gangbild angeschaut, wir haben uns bestimmte Bewegungsmuster angeschaut. Und dazu gab es einen speziellen Bogen, den wir dann ausgefüllt haben und dann Notizen dazu gemacht haben. Und dabei ist mir halt aufgefallen mit der Zeit, dass Menschen, die unter Ischias-Problemen leiden, immer einen Fuß nach außen gedreht hatten. Oder aber, wenn das nicht der Fall war, die den Fuß sehr auf der Außenkante belastet haben. Und beides führt dazu, dass das hier, die Außenseite, komplett fest wird. Und das, wie ich ja gerade schon sagte, den Ischias-Bereich einengt. Ja? Also das ist aus der Praxis heraus, das, was ich dir hier erkläre. Was ich aber auch ganz klar dazu sagen muss, Ischias-Probleme sind sehr, sehr, sehr langwierig. Das ist jetzt hier keine Anleitung, indem du innerhalb von 3-4 Wochen dein Ischias-Problem löst. Nein, Ischias-Problem, das dauert. Du musst Geduld haben. Und vor allem der Genesung oder der Mehr-Lebensqualität-Verlauf, der verläuft so. In wellenförmig geht das zu mehr Wohlbefinden. Das heißt, du hast eine Zeit, wo du denkst, oh geil, ich fühle mich richtig, richtig gut, das scheint weg zu sein. Und dann kommt wieder der Rückschlag. Und lass dir da im Vorfeld gesagt sein, das ist völlig normal, ja? Gerade bei Ischias-Problemen, weil, wie gesagt, das spielt so viel eine Rolle. Ich habe ja gerade jetzt nur von unten nach oben erklärt. Ich will jetzt aber den Rahmen des Videos nicht bringen. Das ist so aus meiner Sichtweise und aus meiner Erfahrung. Wenn du therapeutisch und das anders siehst, vollkommen in Ordnung, heißt aber nicht, dass meine Sichtweise falsch ist. Ich habe es mehr von unten immer betrachtet, aber sehr wohl weiß ich, dass auch eine Skoliose, also auch von oben, Kieferproblematiken da genauso drauf Einfluss haben. Das ist aber heute eher nicht der Fall, sondern ich sage eher, oder heute in dem Video geht es eher darum, wenn es von den Füßen aus losgeht. Und deswegen, die erste Übung, nehmen wir jetzt direkt los, die machst du am Anfang. Du fängst nur mit dieser Übung an und machst die jeden Tag einmal. Nach ein paar Tagen kannst du sie gerne auch mehrmals am Tag machen. Und die machst du eine Woche lang. Und folgendermaßen funktioniert das. Du drehst deine Füße so weit nach innen rein, wie es geht. Wichtig, den großen Zeh, den drückst du schön in den Fußboden rein. Jetzt streckst du die Arme nach oben und machst so eine Stechbewegung mit den Armen nach oben. Und jetzt ziehst du dich mit gestreckten Knien nach unten. Wenn du akute Schmerzen hast, wirst du nicht weit kommen. Ist okay, mach so, wie weit du kommst. Auch wenn das erstmal nur bis hierhin. Bei mir damals, ich bin bis dahin gekommen, weil ich so Schmerzen hatte. Und wieder hoch. Ja? Also, du gehst immer so weit, wie es geht, wie dein Körper das zulässt. Achtest darauf, dass du die Füße reindrehst. Und auch da, wenn du 2-3 Mal gemacht hast, wirst du feststellen, dass deine Füße immer wieder nach außen wandern. Und daran siehst du, wie viel Druck du hier drauf hast. Ja? Zack, zack. Also, um das auch noch mal kurz zu erklären, ich habe noch keinen gehabt, der Ischias-Probleme hatte, der hier total frei war. Die haben da alle sehr viel Druck drauf. Und das ist auch logisch, weil irgendwas muss den Ischias-Nerv herreizen und seine Gründe haben. Und wie gesagt, hier immer ganz hoch strecken, 2-3 Mal. Und dann ziehst du dich so weit nach unten. Und irgendwann, du wirst merken, du kommst immer weiter und wieder hoch. Ja? Und das machst du so 10 bis 20 Mal, diese Übung. Das machst du eine Woche lang. In der zweiten Woche machst du die weiter und nimmst noch eine zweite Übung dazu. Und zwar, beide Fußspitzen zeigen nach vorne. Und jetzt gehst du auf
deine Fußspitze auf der einen Seite und auf der anderen Seite drückst du die Ferse in den Boden rein. Und jetzt wechselst du links und rechts. Achte darauf, dass beide Füße nach vorne zeigen und dann richtig schön die Ferse hier in den Boden reingedrückt wird. Ja? Und dann immer im Wechsel links und rechts. Links und rechts. So, das machst du auch pro Seite 10 bis 20 Mal. Und die Übung nimmst du ab der zweiten Woche dazu. Okay? Dann kommt die dritte Übung. Diese dritte Übung, das empfehle ich dir so, wenn du akute Probleme hast, also richtig, richtig heftige Ischias-Schmerzen, ja, dann würde ich dir sagen, mach die erst ab der dritten Woche. Wenn du schon Ischias-Schmerzen hast, aber es geht noch, ist noch aushaltbar, ja, du kannst noch gehen und so, dann nimm die schon ab der zweiten Woche mit dazu. Und zwar streckst du die Knie und dann drehst du die Fußspitze nach innen rein. Und wichtig, die Knie bleiben gestreckt und immer das Bein von außen nach vorne führen. Von außen nach vorne, ja? Hier, zack, erst die Ferse, großer Zeh. Knie bleibt gestreckt, Ferse, großer Zeh. Ferse, großer Zeh. Das ist mit einem der Top-Übungen, um quasi hier komplette Freiheit zu erfahren. Ich habe die damals, meine Tochter war ja da gerade geboren, ich bin nur mit dem Kinderwagen spazieren gegangen und dabei habe ich die Übung immer zwischendrin gemacht. Weil wie gesagt, ich weiß sehr wohl, was für heftige Schmerzen das sind, weil ich selber erlebt habe. Ich blende mal hier ein Foto ein, wo wir in Urlaub gefahren sind und da siehst du schon an meinem Gesicht, dass das wirklich nicht ohne ist. Ja? So, und deswegen kann ich mich da sehr gut reinversetzen. Und diese Ischias-Problematik, ich würde sogar eher, das ist ein Bandscheibenvorfall, ist eine Lappalie gegen, vom Schmerz her. Also es sei denn natürlich, deine Bandscheibe drückt so auf den Nerv drauf, permanent, dann ist das eher gleich, ja. Aber bei den normalen Bandscheibenvorfällen ist der Ischias oder das Ischias-Problem in meinen Augen auch gravierender. So, immer hier, zack, 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 zack. Und warum fängst du nicht mit dieser Übung an als erste? Weil die anderen Beine dienen so der Vorbereitung, dass du erstmal die große Spannung schon mal etwas nimmst, damit du diese Übung besser umsetzen kannst. Ja? Du kannst natürlich auch mit der Übung sofort starten, aber würde ich dir nicht empfehlen. Mach sie wirklich ab der zweiten Woche, wenn du akute Probleme hast, ab der dritten Woche. So, und jetzt kommt die letzte Übung und da wirst du auch dran sehen, okay, die kannst du gar nicht am Anfang machen, ja, weil das gar nicht geht. Aber wenn du die Übung, die ich dir davor gezeigt habe, regelmäßig machst, wirst du auch die machen können. Und die zieht da jetzt nochmal extrem rein. Und zwar, stellst dich hin, du kannst am Anfang auch gerne irgendwo festhalten. Dann nimmst du dein Bein, klappst es nach außen, gehst mit dem Knie nach oben, kickst hier hoch. Dann streckst du dein Knie, drehst die Fußspitze rein, gehst über dein Standbein rüber und wichtig, Oberkörper bleibt gerade und jetzt ziehst du dich gerade runter hier. Zwei, dreimal, kommst wieder hoch und gehst hier mit den Beinen wieder nach außen. Strecken, rüber und runter. Zack. Und das ist halt auch bei mir jetzt auf der rechten Seite war das extrem. Du siehst hier, wenn ich das links mache, komme ich hier ohne Probleme sofort runter. Ja, du hast gerade gesehen, auf der anderen Seite bin ich nicht sofort runtergekommen, weil meine rechte Seite aufgrund, weil ich meinen Kreuzbandriss hatte und auch Sprunggelenk extrem durch Fußball alles kaputt war, da immer noch, wenn ich nichts mache, dieses Spannungsverhältnis immer noch damit zu tun hat. Aber ich habe mit den Ischias überhaupt keine Probleme mehr. Und wenn ich mal ab und zu, wann habe ich Probleme, wenn ich viel Stress hatte und wenn ich viel Gartenarbeit gemacht habe, wo ich nach vorne gebückt bin, dann kommen auch so langsam die Ischias-Probleme wieder. Da mache ich genau diese Übung, die ich dir jetzt gezeigt habe und mir geht es sofort viel, viel besser. Und diese Übung hier machst du so 10 Mal pro Seite, reicht da völlig aus. Und die machst du wirklich erst ab der vierten Woche. Ja? Wenn du sagst, okay, Tobias,
Das ist aushaltbar. Du kannst gerne auch alle vier direkt am Anfang machen. Aber wie ich gerade schon sagte, das wird gar nicht möglich sein, wenn du unter akuten Ischias-Problemen leidest. So, und dann noch einen Tipp. Im Oktober, 17.10., also das Video kommt jetzt ja Sonntag, das heißt in einer Woche, den Dienstag, habe ich wieder mein nächstes Fasten-Webinar, Live-Webinar. Und du kannst gratis daran teilnehmen. Link findest du einfach in der Videobeschreibung oder hier oben quasi über mir. Da findet jetzt sich so ein Button und da draufklicken, da kannst du dich gratis für eintragen. Da werden wir von Fuß bis Kopf alles machen. Und ich werde dir so ein bisschen die Hintergründe über die Faszien erklären, werde dir die Wirkungsweise der Faszien erklären, werde dir erklären, warum Wippen ganz, ganz wichtig für deine Faszien ist und was der Unterschied zu den Übungen sind. Das wirst du alles da erfahren. Wichtig, es gibt keine Aufzeichnung, du musst wirklich live dabei sein. Deswegen melde dich an und komm live in das Faszien-Webinar und du wirst begeistert sein. Das verspreche ich dir, weil ich mache das ungefähr einmal im Monat und ich habe das jetzt seit dem Sommer, ist das jetzt der dritte Termin und die Rückmeldung, einfach der Wahnsinn. Auch die Teilnehmerzahl, die schießt ständig weiter nach oben. Und das ist auch der Tipp, melde dich direkt an, weil ein Webinar hat eine bestimmte oder begrenzte Teilnehmerzahl. Wenn die erreicht ist, dann hast du halt leider Pech gehabt. Deswegen sichere dir jetzt direkt einen Platz, melde dich an. Und dann sehen wir uns am 17.10. um 19.30 Uhr. Und ich freue mich bis dahin. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du hier mal einen dicken Daumen nach oben machst. Und schreib doch mal in die Kommentare, wie es dir mit den Übungen geht. Das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Und wenn du noch Fragen dazu hast, zu diesen Ischias-Thematik, dann gerne auch in die Kommentare rein. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Wir sehen und hören uns. Dein Tobias.